Herzlich willkommen zu unserer vierten Sitzung in der biologischen Psychologie. Heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir denn Informationen von einer Nervenzelle zur anderen bekommen. Wir werden uns also mit diesem ganzen Konzept der Synapse beschäftigen. Und wir werden uns bei dieser Synapse auch anschauen, was für Bindungsstellen wir denn haben und welche Stoffe wir denn haben, um Informationen von einer Nervenzelle zur anderen zu bekommen. Fangen wir wieder so ein bisschen in der Geschichte an. Diesen Herrn, den haben wir schon mal kennengelernt, Santiago Ramón y Cajal, ein spanischer Neuroanatom, der sich die Golgi gefärbten Nervenzellen angeschaut hat und dabei das Ganze eben unter dem Mikroskop angeschaut hat und dann das, was er gesehen hat, parallel abgezeichnet hat. Und der hat, das hatten wir schon gehabt, der hat postuliert, dass Nervenzellen kein miteinander verbundenes Netzwerk bilden, wie unsere Blutgefäße zum Beispiel, sondern dass das einzelne Elemente sind, die irgendwie über ganz bestimmte Verbindungsstellen, ganz bestimmte Kontaktstellen miteinander kommunizieren müssen. Also Santiago Ramón y Cajal hat hier also dieses Postulat der Synapse erstellt. Aber er wusste damals noch nicht, wie das eigentlich genau funktioniert. Er hat nur gesehen, okay, Nervenzellen sind nicht direkt verbunden, aber wie diese Nervenzellen dann kommunizieren, das wusste er noch nicht. Diese Schlussfolgerung kam dann mit diesem jungen Herrn hier, Otto Loewi, denn Otto Loewi hat mit Froschherzen experimentiert. Frösche hatten wir letzte Woche schon ein bisschen kennengelernt. Da erinnern Sie sich nochmal an diese Froschschenkel-Experimente von Herrn Golgi. Nicht Herrn Golgi, Herrn, nicht Herr Volta, war es auch nicht. Sie erinnern sich einfach nochmal an die Froschschenkel-Experimente, die wir dann so ein bisschen, wir legen eine Batterie an, dann zucken die. Hier, Herr Loewi hat auch mit Fröschen experimentiert, in dem Fall aber mit den Herzen, um hier zu schauen, wie denn unterschiedliche Nerven sich oder die Aktivität von unterschiedlichen Nerven auf die Aktivität von ganz bestimmten Muskeln auswirken. Und zwar hat sich Herr Loewi den Vagusnerv angeschaut. Der Vagusnerv, das ist einer von den ganz wichtigen Nerven, mit denen unser Herz-Kreislauf-System angesteuert wird, vor allem unsere Herzkammern werden da angesteuert. Wir haben dann quasi absteigende Nerven aus unserem zentralen Nervensystem, die dann hier in der Brust verschaltet werden und unter anderem auf das Herz verschalten. Und eine Eigenschaft von diesem Vagusnerv ist, dass eine Aktivierung dieses Vagusnervs zu einer Verlangsamung des Herzschlages führt. Und der Herr Loewi hat sich jetzt überlegt, okay, wie funktioniert das eigentlich, diese Übertragung von unserem Vagusnerv, also von unserem Nerv, auf unsere Muskelzellen, an unserem Herzmuskel. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat sich ein Herz genommen von einem Frosch mit dem Vagusnerv noch dran, hat den Vagusnerv stimuliert, wunderbar, die Herzfrequenz von dem herauspräparierten Herz ging runter. Alles schön. Und dann hat er die Nährlösung genommen, in der dieses herauspräparierte Herz schwamm und hat diese Nährlösung einem weiteren Herzen gegeben, also quasi ein anderes Herz ohne den Vagusnerv in diese Nährlösung getan und hat dabei gemerkt, okay, auch wenn ich jetzt hier dieses herauspräparierte Herz ohne Vagusnerv in diese Nährlösung gebe, in der irgendwann mal der Vagusnerv drin war, dann verlangsamt sich auch der Herzschlag an diesem isolierten Herz. Das sieht man hier in der Abbildung, quasi das, was Sie so hellgrau schraffiert sehen, das ist die Herzrate, je höher, desto schneller schlägt das Herz. Und Sie sehen, da stehen so Zahlen drunter. Unter dieser Abbildung stehen so 1, 2, 3 und 4 drunter. Und immer da, wo die 2 steht, da wurde an dieses Herz jetzt diese Nährlösung hinzugefügt. Das nennt sich hier eine Ringerlösung, in der ehemals irgendwann mal dieser Vagusnerv drin war. Und Sie sehen es dann eben immer dann, wenn diese 2 dran steht, dann geht diese Herzrate, also die Geschwindigkeit des Herzschlages geht da nach unten. Daraus hat der Herr Loewi dann geschlussfolgert, dass dieser Vagusnerv irgendwie mit einer stofflichen Übertragung arbeitet und dieser Stoff, der vom Vagusnerv an den Herzmuskel übergeht, der ist dann in dieser Nährlösung, in dieser Ringerlösung vorhanden. Ja, Frage. Genau, genau.
nee, genau, es muss quasi, es muss, müssen auch da, müssen irgendwas, im Grunde sowas wie Kochsalzlösung oder so muss das sein, genau. Genau, also hier eben, Löwy hat dann quasi an diesen Versuchen eben nachgewiesen oder gezeigt, okay, das ist keine direkte Übertragung, sondern hier haben irgendeine stoffliche Übertragung. Wir müssen irgendwelche Botenstoffe hier dabei sein. Und der Nächste in der Reihe, der Herr Sherrington, der hat sich dann diese Sache nochmal genauer angeschaut und hat hier unterschiedliche Arten der synaptischen Übertragung auch beschrieben und hat hier als Erster beschrieben, dass es sowohl elektrische Synapsen gibt, also direkte Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, als auch eben indirekte Verbindungsstellen, nämlich unsere chemischen Synapsen. Also wir haben zwei Arten von Synapsen. Einmal unsere elektrischen Synapsen, bei denen direkt Ionen, also geladene Teilchen, haben wir letzte Woche kennengelernt, von Zelle zu Zelle wandern können. Oder wir haben unsere chemischen Synapsen, bei denen dann ganz bestimmte Botenstoffe die Signalübertragung bereitstellen. Und jetzt wollen wir uns mal diese unterschiedlichen Arten der Synapsen im Detail genauer anschauen. Fangen wir mit den einfachen an, mit den elektrischen Synapsen. Auch Gap Junction genannt. Also wenn Sie irgendwas mal dazu lesen, Gap Junction, das sind die elektrischen Synapsen, heißen Gap Junction, da sie den Gap, den synaptischen Spalt, wie eine überbrücken. Die bilden also einen direkten Kontakt zwischen zwei Zellen. Wir haben also unsere Zellmembranen, erinnern wir uns nochmal, wie die Zellmembran aufgebaut ist, eine Doppelschicht aus Phospholipiden und in dieser Zellmembran drin haben wir Cholesterin. Und dieses Cholesterin dient dazu, eben jetzt hier eine direkte Verbindung zwischen diesen Zellmembranen aufzubauen. Die sind also extrem nah beieinander, 4 Nanometer, also quasi ein mehr oder weniger direkter Kontakt zwischen den Zellmembranen. Und dann bilden sich zwischen diesen Zellmembranen Verbindungen aus, also hier Ionenkanäle, die eine direkte Übertragung von Ionen zwischen diesen Zellen ermöglichen. Das heißt, wir haben sowohl an der postsynaptischen als auch an der präsynaptischen Zelle, also an beiden Zellen, Ionenkanäle, die direkt aufeinander docken, das sogenannte Konnexon. Und hier können dann eben durch diese Ionenkanäle unsere geladenen Teilchen hin und her wandern. Und das Interessante dabei ist, dass dieser Ionenaustausch in beide Richtungen funktioniert. Also sowohl von der Postsynapse Richtung Präsynapse, als auch von der Präsynapse Richtung Postsynapse. Das ist also diese elektrischen Synapsen, die sind vor allem dann relevant, wenn wir relativ große Verbände von Zellen synchronisieren müssen. Das werden wir kennenlernen. Heute werden wir uns noch darüber sprechen, wenn wir noch mal ganz kurz darauf zu kommen, auf unsere Astrozyten ganz am Ende. Da haben wir zum Beispiel solche direkten Verbindungen über Gap Junctions oder ganz wichtig auch in unserem peripheren Nervensystem an der sogenannten glatten Muskulatur. Das ist die Muskulatur beispielsweise an unseren inneren Organen, am Darm, teilweise am Herz. Da haben wir überall eine sogenannte glatte Muskulatur und zwischen diesen Muskelzellen der glatten Muskulatur, da können wir auch direkt über solche Gap Junctions Ionen austauschen. Viel relevanter für uns sind aber die chemischen Synapsen. Die chemischen Synapsen, das ist so die klassische Verbindung zwischen Nervenzellen, die wir so überall in unserem zentralen und peripheren Nervensystem haben. Bei diesen chemischen Synapsen, da haben wir eben keinen direkten Kontakt zwischen Nervenzellen, sondern eben die von Santiago Ramón y Cajal postulierten Synapsen, diese Verbindungsstellen. Das heißt, wir haben hier einen indirekten Kontakt zwischen zwei Zellen, der ist relativ groß, 20 Nanometer, also 5-mal so groß wie bei den elektrischen Zellen. Und wir haben hier eben die Rezeptoren an der Postsynapse. Das heißt, bei diesen chemischen Synapsen wird aus der Präsynapse ein Botenstoff entlassen und der bindet dann an die Rezeptoren an der Postsynapse. Und durch diese Bindung der Rezeptoren an der Postsynapse gehen hier dann Ionenkanäle auf und es kommt zu einer Ionenwanderung. Also sie haben quasi einen indirekten Prozess. Wir brauchen also irgendeinen chemischen Übertragungsstoff, der die Ionenkanäle aufmacht, damit hier Ionen wandern können. Um hier bei den chemischen Synapsen Nervenzellen miteinander zu synchronisieren, müssen wir die Axone aufspalten in Axonkollateralen. Das haben wir auch schon kennengelernt. Wir können das ein Axon, das von einer Nervenzelle entspringt, können wir in mehrere Endigungen aufspalten, in die sogenannten Axonkollateralen. Das heißt, eine Nervenzelle kann gleichzeitig mehrere postsynaptische Zellen
aktivieren oder hemmen. Also kann hier bei mehreren nachgeschalteten Zellen eine gleichzeitige, die gleiche Aktivität auslösen. Diese chemischen Synapsen, die findet man klassischerweise, so nach Schaubildmäßig, findet man die an den Dendriten der Nervenzellen. Dendriten haben wir schon kennengelernt, ne? Erinnern Sie sich nochmal dran. Wir haben unseren Zellkörper und an diesem Zellkörper obendran haben wir unsere Dendriten, die Eingangsstruktur der Information in die Zelle. Und dann haben wir unten dran das Axon, die Ausgangsstruktur. Und an diesen Dendriten, da haben wir in der Regel diese chemischen Synapsen, also da haben wir diese Verbindungsstellen. Wir finden diese chemischen Synapsen aber auch direkt am Zellkörper. Wenn die am Zellkörper sind, dann haben sie vor allem die Aufgabe, die Aktivität der Nervenzelle zu modulieren. Da sind sie also nicht so relevant für die Informationsweitergabe, sondern für die Modulation, also für die Steuerung der Erregung der Nervenzelle. Und wir können diese Synapsen, diese chemischen Synapsen auch direkt am Axon haben. Wir können also direkte axonale Synapsen haben. Da endet dann oder da trifft dann diese Synapse vor allem auf das Axonterminal. Auch hier haben wir wieder vor allem eine modulierende Wirkung. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, wie unterschiedliche Neurotransmitter und Neuromodulatoren wirken. Und eben hier ein Beispiel dafür ist das Acetylcholin. Ich kann eben das Acetylcholin, also Nervenzellen, die Acetylcholin als Neurotransmitter haben, die können über solche axonalen Verbindungen die Transmitterfreisetzung beeinflussen. Schauen wir uns diese ganze Idee der chemischen Synapse nochmal im Ganzen an. Also wir haben es kennengelernt in der ersten Sitzung, dass wir unsere Neurotransmitter, die werden erstmal am endoplasmatischen Retikulum synthetisiert. Die werden dann im Golgi-Apparat aufbereitet und da dann in die Vesikel verpackt. Dann nehmen wir diese Vesikel, transportieren die an unseren Mikrotubuli entlang in den Axon, ins Axon-Terminal. Da werden die dann erstmal gelagert und dann, letzte Woche haben wir es kennengelernt, das Aktionspotenzial, das läuft jetzt unser Axon entlang, kommt dann am Axon-Terminal an und führt dann am Axon-Terminal zur Freisetzung unserer Neurotransmitter aus den Vesikeln. Wir haben es in einem Schaubild, haben also nochmal quasi diese ganze Übersicht, wie wir also von der Proteinbiosynthese hin zum chemischen Signal an der chemischen Synapse kommen. Und hier in der mikroskopischen Aufnahme können Sie es auch mal so sehen, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Also wir haben diese kleinen Kügelchen, das sind also diese Vesikel, die im Axonterminal vorliegen. Und diese Membran dieser Vesikel, die fusioniert dann mit der Zellmembran an dem Fusionsbereich der Präsynapse. Und dann, sobald die eben hier diese Membran der Vesikel mit der Zellmembran fusioniert ist, werden eben diese Neurotransmitter freigesetzt. Schauen wir uns diesen ganzen Ablauf der chemischen Synapse nochmal im Detail an. Achten Sie vor allem hier auf die Abbildung, hier auf der Seite, auf den Zeitverlauf vom Aktionspotenzial. Letzte Woche haben wir das kennengelernt, wie das Aktionspotenzial abläuft. Erinnern wir uns nochmal dran. Wir haben eine depolarisierte Nervenzelle. An dieser depolarisierten Nervenzelle kommt irgendwelche Information an, wir haben eine polarisierte Nervenzelle, die wird durch ein Eingangssignal depolarisiert, bis wir eine ganz bestimmte Schwelle erreicht haben am Axonhügel. Und dann wird am Axonhügel unser Aktionspotenzial ausgelöst. Das heißt, wir machen erstmal spannungsabhängige Natriumkanäle auf, dann kann hier Natrium in die Zelle einströmen, dann gehen diese spannungsabhängigen Natriumkanäle wieder zu und Kalium kann zwischen dem inneren und dem äußeren der Zelle wandern, um diese Polarisierung der Zellmembran wieder herbeizuführen. Und das Ganze geht eben sehr, sehr schnell. Das ist so ein Bereich von wenigen Millisekunden, die es eben braucht, um so ein Aktionspotenzial auszulösen. Und jetzt kommt unser Aktionspotenzial an unserem Axon-Terminal an. Das heißt, hier haben wir jetzt auch wieder spannungsabhängige Ionenkanäle. In dem Fall sind es spannungsabhängige Calciumkanäle.
Das heißt, wir haben hier unser Aktionspotential, kommt am Axonterminal an, führt dazu, dass hier die Membran depolarisiert und dann gehen spannungsabhängige Calciumkanäle auf. Das heißt, Calcium fließt hier in das Axonterminal ein und führt hier dazu, dass eine ganz bestimmte Kinase aktiviert wird. Kinasen, das waren diese enzymatisch wirkenden Proteine. Und diese Kinase, ein katalytisch wirkendes Enzym, aktiviert das sogenannte SNARE-Protein, S-N-A-R-E. Das ist eine Abkürzung für, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht so ganz, was die Abkürzung bedeutet, ist aber auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall, die Aktivierung von diesem Protein leitet dann die Fusion der Vesikel mit der Zellmembran ein. Auch das ist wieder ein Prozess, der ist energieaufwendig. Erinnern wir uns nochmal dran, wir finden im Axonterminal sehr, sehr viele Mitochondrien, die das ATP produzieren, denn eben genau dieser ganze Prozess dieser Aktivierung dieses SNARE-Proteins, der ist sehr energieaufwendig. Um diese Vesikel also mit der Zellmembran zu fusionieren, brauche ich sehr viel Energie. Dieser Prozess führt dann zur sogenannten Exozytose. Exozytose ist also genau dieser Prozess der Fusion der Vesikel mit der Zellmembran und der Freisetzung der Neurotransmitter. Unsere Neurotransmitter, die wandern jetzt also ganz langsam durch den synaptischen Spalt und binden dann an der Postsynapse an die Bindungsstellen der Rezeptoren. Haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Wir haben hier also ganz bestimmte Ionenkanäle beispielsweise, die haben eine Bindungsstelle, die ist selektiv, also an die kann ein ganz bestimmter Neurotransmitter dann hinbinden und der führt dann an diesen Ionenkanälen beispielsweise zu einer Strukturveränderung und hier kann dann anschließend ein geladenes Teilchen, hier auf dem Schaubild, unser Natrium in die Zelle hineinwandern und damit die nächste Zelle, also die postsynaptische Zelle, depolarisieren. Jetzt haben wir also unsere Vesikel mit der Zellmembran fusioniert, die Neurotransmitter rausgeschmissen. Dann ist der ganze Prozess natürlich nicht vorbei, sondern jetzt werden die Vesikel wieder recycelt, die werden also wieder aufgenommen in die Präsynapse und mit neuen Neurotransmittern befüllt. Also die einmal in den synaptischen Spalt freigesetzten Neurotransmitter werden dann wieder in die Präsynapse aufgenommen und dann wieder erneut in die Vesikel verpackt. Das heißt, wir haben hier so einen ständigen Recycling-Prozess, um hier möglichst energiesparend möglichst viele Neurotransmitter bereitstellen zu können. Ja, Frage. Die Frage geht danach, wie kann man sich das vorstellen, dass diese Vesikel wieder neu befüllt werden und wie die wieder recycelt werden. Genau, Sie haben da einen Schritt zu weit gedacht. Ihre Vermutung war, dass das am Golgi-Apparat funktioniert. So weit müssen wir gar nicht gehen, sondern das passiert tatsächlich im Axonterminal selbst. Da haben wir dann, also stellen Sie sich vor, wir haben diese Vesikel, die fusionieren mit der Zellmembran, bleiben aber trotzdem als Organelle bestehen und werden dann quasi einfach wieder geschlossen. Und dann haben wir in der Membran der Vesikel haben wir Transporter. Das ist im Grunde ähnlich wie die Pumpen, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Letzte Woche haben wir Natrium-Kalium-Pumpe kennengelernt und so haben wir auch in den Vesikeln Pumpmechanismen, die dann eben die Neurotransmitter wieder in die schon vorhandenen Vesikel, in die leeren Vesikel hineintransportieren. Schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Ja, Frage hier vorne. Die Frage ist, ob die Neurotransmitter dann einfach eine kurze Zeit frei im Axonterminal rumliegen. Ja, wenn die aufgenommen werden, dann liegen die erstmal eine kurze Zeit frei im Axonterminal, bis sie dann eben wieder in die Vesikel verpackt werden. Und ganz wichtig, für die Exozytose, um die freizusetzen, müssen wir die in Vesikel verpacken. Wenn die einfach frei im Axonterminal rumliegen, dann kriegen wir die aus dem Axonterminal auch nicht raus. Noch eine Frage. Genau. Die Frage bezieht sich darauf, ob diese Neurotransmitter, wenn die erstmal wieder aufgenommen werden, ob die nochmal verändert werden. Das hängt von den Neurotransmittern ab. Die werden wir uns gleich alle sehr, sehr, sehr genau im Detail anschauen. Und das ist, je nachdem, welchen Neurotransmitter wir da haben, gibt es eben ganz bestimmte Umbauprozesse, die eben hier an dem Punkt stattfinden. So, aber ist erstmal so ganz grundsätzlich die Idee, wie so eine chemische Synapse funktioniert,
klar geworden. Okay, wunderbar. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben zwei Arten von Synapsen, unsere elektrischen und unsere chemischen Synapsen. Elektrische Synapsen, direkte Bindung zwischen den Nervenzellen, eine direkte Wanderung von Ionen, das geht unglaublich schnell. Da können wir also sehr, sehr schnell im Grunde Informationen von einer Zelle zur nächsten transportieren. Sie können sich das ein bisschen vorstellen, als wären diese die dann zusammengeschlossenen Nervenzellen eine Einheit. Bei den chemischen Synapsen, da haben wir einen Spalt zwischen den Nervenzellen. Diesen Spalt, den müssen wir mit unseren chemischen Übertragungsstoffen überbrücken. Dieser Informationstransfer, der geht nur in eine Richtung, von der Präsynapse zur Postsynapse, und der dauert relativ lange. Deswegen, ich hatte es Ihnen hier gesagt, achten Sie mal so ein bisschen auf die Zeitachse an den Schaubildern. Wenn Sie sich dann anschauen, diesen Zeitversatz zwischen Aktionspotenzial und wann das postsynaptische Potenzial ausgelöst wird. Da sind wir also mit einer Zeitverzögerung von 1 bis 5 Millisekunden unterwegs. Das heißt, alle Informationen, die wir in unserem Nervensystem an chemischen Synapsen verarbeiten, wird mit einer Zeitverzögerung verarbeitet. Das bedeutet für Sie, alles, was Sie jetzt gerade wahrnehmen, alles, was Sie jetzt hören und was Sie jetzt sehen, das ist schon in der Vergangenheit. Denn einfach Ihre sensorischen Systeme, die brauchen einfach unglaublich lange, um diese Informationen an Ihr zentralen Nervensystem hinzuleiten. Beispielsweise im visuellen System haben wir so eine Verzögerung zwischen 40 und 90 Millisekunden, bis die Information von Ihrer Retina in Ihrem visuellen Kortex angekommen ist. In Ihrem auditorischen System, das ist ein bisschen schneller, aber da sind wir auch schon etwa bei 50 Millisekunden. Das heißt, alles, was Sie jetzt gerade sehen, ist einfach durch diese Verzögerung der chemischen Synapsen und durch diese langsame Informationsübertragung an den Axonen mit einer ganz bestimmten zeitlichen Verzögerung versehen. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, was denn eigentlich alles an der Postsynapse los ist. Wir haben an der Postsynapse zwei unterschiedliche Arten von Rezeptoren. Einmal auf der einen Seite unsere ionotropen und auf der anderen Seite unsere metabotropen Rezeptoren. Sie sehen es hier schon auf dem Schaubild, die sind unterschiedlich kompliziert aufgebaut. Unsere ionotropen Rezeptoren, die sind relativ einfach aufgebaut, das sind mehr oder weniger Ionenkanäle, die wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Auf der anderen Seite unsere metabotropen Rezeptoren, die sind ein bisschen komplizierter aufgebaut, die lösen eine intrazelluläre Signalkaskade aus. Die haben also ein Neurotransmitter an den Rezeptor, und diese Bindung löst dann nicht direkt eine Ionenwanderung aus, sondern um hier eine Ionenwanderung auszulösen, müssen wir erstmal so ein paar intrazelluläre Zwischenschritte überbrücken. Das heißt, wir haben direkte und indirekte Übertragung. Direkte Übertragung, das sind die Ionotropen. Indirekte Signalübertragung, das sind die Metabotropenrezeptoren. Schauen wir uns die mal im Detail nochmal an. Also, ionotrope Rezeptoren, die sind relevant für die direkte Signalübertragung. Das ist im Grunde das, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Unser Neurotransmitter, der bindet an unseren Ionenkanal. Wir haben also an diesem Ionenkanal eine ganz bestimmte Bindungsstelle, auf die ein ganz bestimmter Neurotransmitter passt. Also dann unser Neurotransmitter hat eine ganz bestimmte chemische Struktur, und entsprechend dieser chemischen Struktur gibt es eine Bindungsstelle an unserem Rezeptor. Das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wir haben quasi an dem Rezeptor haben wir ein Schloss, unser Neurotransmitter ist der Schlüssel, und nur wenn beide ineinander passen, dann geht unser Ionenkanal auch wirklich auf. Das heißt, hier unser Neurotransmitter führt dazu, dass sich die Struktur unseres Ionenkanals verändert und aufgeht, und dann können unsere Ionen durch den Kanal wandern, unsere Postsynapse zu polarisieren oder zu depolarisieren. Das geht relativ schnell, und diese Ionenkanäle, haben wir letzte Woche schon kennengelernt, die sind selektiv für ganz bestimmte Ionen, aber nicht arg selektiv. Also da können beispielsweise positiv geladene oder negativ geladene Ionen durchwandern, aber meistens kann da eben sowohl Kalium als auch Calcium als auch Natrium durchwandern. Also solange das irgendwie die gleiche Polarität hat, kann das hier alles durchwandern. Auf der anderen Seite haben wir unsere indirekten Rezeptoren, unsere metabotropen Rezeptoren. Die sind
deutlich komplexer und deutlich komplizierter aufgebaut. Da haben wir auch Rezeptoren mit einer ganz bestimmten Bindungsstelle. Also soweit, so gut, das kennen wir noch. Ne? Also wir haben quasi Rezeptoren an der Zellmembran. Auch hier haben wir dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Hier führt aber eine Aktivierung dieses Rezeptors durch unseren Neurotransmitter nicht direkt zu einer Öffnung eines Ionenkanals, sondern hier müssen wir eben eine G-Protein-gekoppelte Signalkaskade aktivieren. Das heißt, wir haben dieses sogenannte G-Protein, das lagert sich an den Rezeptor an und auf die Bindung eines Neurotransmitters hin wird hier eine ganz bestimmte Untereinheit, die sogenannte Alpha-Untereinheit, von diesem G-Protein abgespalten. Und diese frei gewordene Alpha-Untereinheit, die kann dann entweder an einen benachbarten Ionenkanal hinwandern und dort zu einer Strukturveränderung des Ionenkanals führen, dass dann hier der Ionenkanal aufgeht und ein Ion wandern kann. Oder aber dieses G-Protein löst eine Signalkaskade aus, die dann eben ganz bestimmte Enzyme, also eben wieder unsere katalytisch wirkenden Enzyme, also beispielsweise unsere Kinasen, aktiviert, die dann wiederum eine ganz bestimmte dazu führen, dass ganz bestimmte Ionenkanäle auf- oder zugehen. Frage? Das ist eine hervorragende Frage. Ich weiß es gerade spontan nicht. Also die Frage war danach, ob dieses GTP verwandt ist mit dem ATP und auch irgendwie ein Energielieferant ist. Also wir brauchen ATP, also unser Adenosintriphosphat brauchen wir, um dieses CAMP, das ist ja auch in der diese zyklisches Monoaminphosphatase, glaube ich, zu aktivieren. Ob jetzt dieses GTP, was das genau ist, kann ich Ihnen tatsächlich gerade nicht sagen. Aber das können wir gerne mal nochmal nachschauen. Schreiben Sie es ins Forum rein, dann kann ich es am Wochenende so nochmal genauer nachlesen oder vielleicht finden Sie auch bei Wikipedia irgendwas Schönes dazu, was denn eigentlich dieses GTP genau macht. Was Sie sich aber merken sollten, ist, ja, auch hier brauchen wir Energie, also auch hier müssen wir irgendwie unser Phosphat von unserem ATP abspalten. Frage? Okay, wunderbar. Das war gerade quasi die Antwort auf die Frage eine Reihe vorher, dass also auch Guanin-Triphosphat vermutlich ähnlich wirken kann wie Adenosin-Triphosphat. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben also an unseren chemischen Synapsen Neurotransmitter und Neuromodulatoren. Diese Neurotransmitter und Neuromodulatoren sind erstmal das Gleiche, die werden an der Präsynapse synthetisiert. Das war das, was wir ganz am Anfang der Vorlesung kennengelernt haben. Die werden also dann in der Nervenzelle synthetisiert, ins Axonterminal transportiert und da gelagert, um dann eben auf ein Aktionspotenzial hin freigesetzt zu werden, um dann an der postsynaptischen Zelle ein postsynaptisches Potenzial auszulösen. Und um dieses postsynaptische Potenzial auszulösen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir unsere ionotropen oder unsere metabotropen Rezeptoren. Und jetzt haben wir bei diesen Neurotransmittern zwei unterschiedliche Arten, nämlich einmal unsere Neurotransmitter. Diese Neurotransmitter, die sind ganz relevant für die direkte Signalübertragung von einer Nervenzelle zur nächsten. Also hier geht es also darum, okay, ich habe unsere Präsynapse und ich möchte meiner Postsynapse sagen, was sie machen soll. Auf der anderen Seite haben wir Neuromodulatoren, das sind all die Stoffe, die nicht direkt an der Signalübertragung beteiligt sind, also geht es also nicht um die Weiterleitung von Signalen, sondern hier geht es darum, die Aktivität von Nervenzellen irgendwie zu beeinflussen, also zu hemmen oder zu erleichtern. Die Grenze zwischen Neurotransmitter und Neuromodulator, die ist nicht sonderlich scharf und nicht sonderlich gut
definiert. Sie sollten aber auf jeden Fall mal beide Begriffe gehört haben, denn häufig, vor allem in der klinischen Psychologie, sprechen wir dann von Stoffen, die eben unsere Aktivität im Nervensystem beeinflussen. Das sind dann die Neuromodulatoren. Da geht es also nicht um die direkte Signalübertragung, sondern irgendwie darum, unsere Aktivität im Nervensystem zu beeinflussen. Die Benennung von diesen Neurotransmittern und ihren Rezeptoren, die erfolgt interessanterweise häufig nicht danach, wo die im Körper vorkommen, sondern nach irgendwelchen Drogen oder von irgendwelchen Stoffen. Denn das hat so ein bisschen historische Gründe. Als man eben diese ganzen Neurotransmitter untersucht hat, hatte man sich überlegt, okay, wunderbar, welche Droge wirkt denn genauso wie dieser Neurotransmitter? Und dann nennen wir eben diesen Neurotransmitter so ähnlich wie diese Droge. Also da gibt es eben beispielsweise Nikotinerge. Rezeptoren. Das ist also Nikotin, das Stoff aus der Tabakpflanze. Oder Muskarinerge, Neurotransmitter. Muskarin, ein Stoff aus dem Fliegenpilz. Also irgendwelche Drogen, die auf ganz bestimmte Rezeptoren wirken. Das heißt, wir haben sowohl endogene Transmitter, also körpereigene Transmitter, als auch exogene Transmitter, also körperfremde Transmitter. Also alle Drogen, die Sie nehmen, das sind eben Beispiele für exogene Neurotransmitter. Und je nach Transmitter und je nach Neuromodulator haben wir ganz bestimmte Mechanismen, um die abzubauen und aus dem synaptischen Spalt zu entfernen, also um ihre Wirkung auch wieder einzuschränken. Und diese ganzen Sachen, die wollen wir uns jetzt mal ganz genau im Detail für unsere unterschiedlichen Neurotransmitter und Neuromodulatoren anschauen. Den ersten Stoff, den wir uns dabei anschauen, ist unser Acetylcholin, ACH abgekürzt. Acetylcholin wird gebildet aus Cholin und einem Coenzym und dann gibt es eben eine Acetyltransferase, die eben für diese Synthese von diesem Acetylcholin ganz relevant ist. Wir haben von diesem Acetylcholin zwei unterschiedliche Rezeptorenklassen, nämlich einmal nikotinerge Rezeptoren und einmal muskarinerge Rezeptoren. Wie gesagt, Benennung folgt eben den chemischen Stoffen, also den Drogen, die diese Rezeptoren eben aktivieren. Die nikotinergen Rezeptoren für das Acetylcholin, die finden wir in unserem Zentralnervensystem und an der Übertragungsstelle zwischen Zentralnervensystem und unseren Muskeln. Also wenn wir unsere Muskeln aktivieren wollen, dann, wenn wir eben quasi da mit unserem Nervenimpuls ankommen, dann ist eben hier Acetylcholin an einem nikotinergen Rezeptor ganz relevant. Diese nikotinergen Rezeptoren, die sind ionotrop, das heißt, hier unser Rezeptor führt direkt zur Öffnung eines Ionenkanals und hier strömt dann Natrium ein, führt also zu einer Depolarisierung unserer Nervenzellen. Ne, haben wir also kennengelernt, wir haben einen polarisierten Zustand und hier strömt dann ein positiv geladenes Ion ein und damit kommen wir von unserem minus 70 Mikrovolt auf minus 40 oder minus 30 Mikrovolt, um damit dann eben ein Aktionspotenzial auslösen zu können. Auf der anderen Seite haben wir auch metabotrope Rezeptoren, eben die muskarinergen Rezeptoren, die finden sich vor allem im vegetativen Nervensystem. Vegetatives Nervensystem werden wir auch noch genau kennenlernen. Das ist das Nervensystem, das so alles, so unsere inneren Organe versorgt. Also Darm, Herz, Lunge, das ist also unser vegetatives Nervensystem. Und da finden wir vor allem diesen muskarinergen Rezeptor. Diejenigen von Ihnen, die schon mal in so einen Fliegenpilz gebissen haben, die wissen das auch. Denn eben hier Muskarin aus dem Fliegenpilz wirkt eben genau an diesen Acetylcholinrezeptor an unserem vegetativen Nervensystem. Das führt dann dazu, dass Sie Magenkrämpfe zum Beispiel bekommen. Hat eine leicht halluzinogene Wirkung, Sie haben leichte Halluzinationen, aber Sie haben vor allem sehr unangenehme Magenkrämpfe. Deswegen jetzt gerade ist, glaube ich, die Pilzzeit ist so ein bisschen vorbei. Bitte nicht in Fliegenpilze beißen. An sich hängt aber die Wirkung von diesen muskarinergen Acetylcholinrezeptoren ganz stark eben von den unterschiedlichen Rezeptoren ab. Also wir haben ganz unterschiedliche Klassen davon, die ganz leicht unterschiedlich arbeiten. Was Sie sich bei dem Acetylcholin aber merken sollten, ist, dass das im zentralen Nervensystem ein ganz, ganz wichtiger Neuromodulator ist. Das ist ein ganz wichtiger Stoff, der eben die Aktivität in unserem gesamten Neokortex modulieren kann. Gebildet wird dieses Acetylcholin vor allem im medialen Septum und Nucleus basalis minor. Das sind zwei Kerngebiete im Mittelhirn und die haben axonale Verbindungen, das sind also
also Nervenzellen, die dann im Mittelhirn sitzen und die haben Axone, die den gesamten Neokortex und sowohl und auch den Thalamus beispielsweise innervieren. Die ziehen also durch unseren gesamten Neokortex und können damit eben die Aktivität in unserem Neokortex modulieren. Die haben als Ziel zum Beispiel glutamaterge Synapsen. Glutamat, werden wir gleich kennenlernen, ist unser erregender Neurotransmitter und Acetylcholin kann eben modulierend auf diese glutamatergen Synapsen wirken. Deswegen hier diese Unterscheidung Neurotransmitter, Neuromodulator, eben Acetylcholin als Neurotransmitter beispielsweise zwischen Nervenzelle und Muskel, aber als Neuromodulator im zentralen Nervensystem, um hier die Erregbarkeit in unserem zentralen Nervensystem zu steuern. Ganz wichtig ist dieses Acetylcholin, machen wir einen kleinen Ausflug in die klinische Psychologie, auch für eine ganz wichtige neurodegenerative Erkrankung, für unsere Alzheimer-Demenz. Bei der Alzheimer-Demenz kommt es eben genau zu einer Atrophie, zum Absterben von diesen Kernen hier, Nucleus basalis und medialen Septum. Das heißt, hier haben wir dann also zu wenig Acetylcholin vorhanden und dieser Mangel an Acetylcholin führt zu einer Übererregung an glutamatergen Synapsen, die daraufhin absterben. Also eben, das ist quasi ein Entstehungsmechanismus der Alzheimer-Demenz, ein Mangel an diesem Acetylcholin. Diese Acetylcholin wird abgebaut durch die sogenannte Acetylcholinesterase. Da haben wir auch wieder so ein enzymatisch wirkendes Protein. Das ist dann dafür relevant, dass dieses Acetylcholin, das einmal im synaptischen Spalt vorhanden ist, abgebaut wird. Und genauso wird dann eben dieses Acetylcholin, was dann nicht mehr gebraucht wird, wird durch einen ganz bestimmten Reuptake-Mechanismus, den Cholintransporter, wieder aufgenommen. Da gab es vorhin die Frage, was machen wir denn eigentlich mit dem Neurotransmitter, den wir nicht mehr brauchen? Der wird eben beispielsweise hier, dieses frei gewordene Acetylcholin, wird hier also gespalten in unser Cholin und unsere Acetylcoenzym A. Und dann wird dieser Cholinanteil, der wird dann durch einen ganz bestimmten Transporter in die Nervenzelle wieder aufgenommen und wird da dann wieder zu Acetylcholin recycelt, um dann wieder in die Vesikel hineinzukommen, hineinverpackt zu werden. Ja, Frage. Nur das Cholin. Es gibt auch, der Transporter ist selektiv für das Cholin. Genau, also die Frage war, wird hier quasi welcher Anteil wird hier transportiert? Die Frage ist, die Antwort ist, nur der Cholinanteil wird hier transportiert. Genau, die Frage ist, wann und wie wird das dann quasi neu synthetisiert? Und dieser Synthetisierungsvorgang, das passiert dann eben tatsächlich im Axon Terminal. Also hier wird quasi dann diese Stoffe werden dann neu miteinander kombiniert. Also wir haben die Bausteine, die einzelnen Proteinbausteine, die haben wir vorliegen, werden quasi neu kombiniert und dann, wenn sie kombiniert worden sind, in die Vesikel neu verpackt. Aber die müssen eben nicht neu synthetisiert werden. Also deswegen, wir haben ja kein endoplasmatisches Retikulum, das relevant ist, um diese Stoffe neu zu bilden, sondern wir haben quasi die einzelnen Bausteine vorhanden, die werden neu kombiniert. Die Frage ist, was machen wir mit dem Acetylcoenzym A? Das ist eine hervorragende Frage. Ich würde mal vermuten, dass das einfach ausreichend also es ist ein enzymatisch wirkendes Protein, das wird ausreichend in der Nervenzelle vorhanden sein. So, nächste Klasse, unsere Katecholamine. Die Katecholamine, das ist eine ganz große Klasse von Neurotransmittern, die alle aus dem gleichen Stoff gebaut werden, nämlich aus unserem Tyrosin. Tyrosin, das ist eine Aminosäure, die müssen Sie aufnehmen über die Nahrung. Beispielsweise in Erbsen, Reis, Sojabohnen, da finden wir ganz viel von diesem Tyrosin. Das müssen Sie also über die Nahrung aufnehmen und dann wird aus diesem Tyrosin erstmal das L-Dopa synthetisiert. Wir fangen ganz oben an mit unserem Tyrosin, im nächsten Synthesierungsschritt kommen wir bei unserem L-Dopa an.
Und dieses L-Dopa hat die wunderschöne Eigenschaft, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Das heißt, wir können also über unsere Nahrung eine Aminosäure aufnehmen. Diese Aminosäure wird dann zu einem Stoff synthetisiert, der die Blut-Hirn-Schranke überschreiten kann. Und damit haben wir dann unser L-Dopa in unserem zentralen Nervensystem vorhanden. Und dann können wir aus diesem L-Dopa nacheinander unterschiedliche Stoffe bilden, nämlich unser Dopamin, unser Noradrenalin und unser Adrenalin. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum hier auf der Folie nicht Adrenalin, sondern Epinephrin steht, dann können Sie sich bei der Pharmaindustrie bedanken, denn in den USA gab es einen wunderbaren Patentrechtsstreit um den Namen Adrenalin. Da hat sich eine Pharmafirma den Namen Adrenalin patentieren lassen. Deswegen muss das Adrenalin in den USA Epinephrin heißen. Ist aber das Gleiche. Fangen wir mal bei dem ersten Stoff an, unser Dopamin. Das Dopamin ist also quasi die erste Synthese aus unserem L-Dopa. Dieses L-Dopa sollten Sie sich auch ein bisschen merken für die klinische Psychologie. Wenn wir uns also mit dem dopaminergen System beschäftigen, vor allem mit der Schizophrenie, dann ist eben eine Gabe von L-Dopa eine ganz klassische Therapiemöglichkeit, um hier den Dopaminspiegel zu variieren. In einem weiteren Syntheseschritt wird eben aus dem Dopamin erstmal unser Noradrenalin, quasi das normale Adrenalin. Und aus diesem normalen Adrenalin wird dann schlussendlich dann eben unser Adrenalin. Fangen wir mal mit dem Dopamin an. Das wird eben aus dem L-Dopa synthetisiert mit einem ganz bestimmten Stoff, mit der Dopa-Decarboxylase. Müssen Sie sich auch nicht merken, wird auf jeden Fall aus dem L-Dopa gebildet und wir haben für dieses Dopamin vor allem metabotrope Rezeptoren. Metabotrope Rezeptoren haben wir schon kennengelernt, die lösen also irgendwelche intrazellulären Signalkaskaden aus und wir haben eben unterschiedliche Klassen von diesen Dopaminrezeptoren, D1 bis D5. Die Funktion von diesen Dopaminrezeptoren, die ist noch nicht ganz erforscht, denn wir haben die an unterschiedlichen Klassen im Gehirn, an unterschiedlichen Orten im Gehirn und die gleiche Rezeptorklasse kann an unterschiedlichen Orten im Gehirn unterschiedliche Wirkungen entfalten. Das ist frustrierend kompliziert und wir haben noch nicht richtig herausgefunden, warum das so ist. Es gibt so grob eine Ahnung, dass eben die D2 und D4 Rezeptoren, die sind eher hemmend. Die D1 und D5 Rezeptoren, die sind eher erregend, aber auch das ist nicht ganz immer eindeutig. Dazu kommt auch noch, dass wir diese D2-Rezeptoren nicht nur an der Postsynapse haben, sondern auch an der Präsynapse. Wir haben also Rezeptoren nicht nur an der Postsynapse, sondern an der Präsynapse. Und auch hier kann eben Dopamin dann hemmend auf die weitere Dopaminfreisetzung wirken. Das heißt, wir haben hier den sogenannten Autorezeptor. Also an einer Nervenzelle, die Dopamin freisetzt, gibt es dann selbst Dopaminrezeptoren und einmal freigesetztes Dopamin kann hier über den Rezeptor an der gleichen Nervenzelle wirken und die weitere Freisetzung von Dopamin dann eben hemmen. Ganz relevant ist dieses Dopamin für Ihr Lernen. Gebildet wird dieses Dopamin in zwei ganz wichtigen Bereichen, auch wieder in unserem Hirnstamm, nämlich einmal im Tegmentum, im ventralen Tegmentum und einmal in der Substantia nigra. Substantia nigra, die heißt Substantia nigra, weil sie schwarz ist. Das ist relativ trivial, man hat also ein Gehirn aufgeschnitten und geguckt, okay, wunderbar, ah, da ist ein schwarzer Fleck, nennen wir den schwarzen Fleck mal schwarze Substanz. Diese Substantia nigra, die werden wir noch genau kennenlernen, wenn wir uns mit der Bewegungssteuerung auseinandersetzen, also mit unserem motorischen System. Denn dieses Dopamin aus der Substantia nigra ist ein Neuromodulator, der unsere Bewegungsausführung, Bewegungsfeinsteuerung steuert. Auf der anderen Seite haben wir eben unser Dopamin aus dem Tegmentum, das dann sowohl in einen Bereich im Zwischenhirn steuert, der Striatum heißt, auch wieder Striatum, so ein unglaublich kreativer Name, man hat ein Gehirn aufgeschnitten, gesehen, okay, das ist gestreift, also nennen wir es Striatum. Dieses Striatum und dann die Verbindung zwischen Striatum und Frontallappen, die ist ganz relevant für unser Lernen, denn die Verbindung zwischen Striatum und Frontallappen
vermittelt über dieses Dopamin, signalisiert das Verhältnis zwischen einer Erwartung und einer Belohnung. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Ratte und Sie lernen, dass Sie, wenn Sie einen ganz bestimmten Knopf drücken, dann bekommen Sie eine Belohnung. Also das ist so das klassische Lernen, was man eben mit so Ratten macht. Sie bekommen dann ein bisschen Orangensaft oder so. Und jetzt lernt die Ratte, also wenn ich einen Knopf drücke, dann bekomme ich ein wenig Orangensaft. Klassische Konditionierung haben Sie bestimmt bei Herrn Kernbach schon gelernt oder lernen Sie noch bei Herrn Kernbach. Und wenn ich jetzt der Ratte die Belohnung wegnehme, also die drückt den Knopf und keine Belohnung kommt, dann haben wir eine Verletzung der Erwartung. Die Ratte hat also eine Erwartung aufgebaut und durch das Ausbleiben der Belohnung wird diese Erwartung verletzt. Und genau diese Verletzung der Erwartung, die wird durch das dopaminerge System vermittelt. Das ist unter anderem ein Modellsystem für beispielsweise das Entstehen von Suchtverhalten beim Menschen. Also beispielsweise Spielsucht bei Menschen kann man sich als gleichen Lernmechanismus vorstellen. Sie lernen also, wenn Sie Lotto spielen, kriegen Sie viel Geld. Okay, wunderbar, dann lernen Sie, dass Sie mehr Lotto spielen sollten. Dann bleibt diese Belohnung weg und dann wird genau dieses Ausbleiben der Belohnung durch dieses dopaminerge System vermittelt. Und man kann dann so ein bisschen ablesen, Menschen sind eben unterschiedlich sensibel auf dieses Dopaminsignal und können damit auch unterschiedliches Verhalten erklären. Ganz relevant ist dieses dopaminerge System auch für eine Erkrankung, die Schizophrenie. Schizophrenie, machen wir einen kleinen Exkurs in die klinische Psychologie, zeichnet sich durch zwei Klassen von Symptomen aus. Auf der einen Seite unsere Positivsymptome, das ist also alles, was über das normale Verhalten hinausgeht. Dazu gehören eben beispielsweise Halluzinationen, dazu gehört der sogenannte Beziehungswahn, also die Wahn, das heißt nicht eine wahnhafte Beziehung, sondern ein wahnhaftes Herstellen von Beziehungen zwischen zufälligen Ereignissen. Also beispielsweise draußen läuft ein Hund vorbei und ich verbrenne mir den Mund an meinem heißen Tee, da hat also der Hund dazu geführt, dass ich meinen Mund verbrenne. Das wäre so eine wahnhafte Beziehung. Auf der anderen Seite haben wir negative Symptome. Negative Symptome, das ist alles, was unter das normale Verhalten zurückfällt. Also beispielsweise, das ähnelt ganz stark depressiven Symptomen, also sowas wie eine Verflachung des Affektes, also weder eine positive noch eine negative Schwingungsfähigkeit im Affekt oder auch ein sozialer Rückzug. Und man hat eben jetzt herausgefunden, dass ganz viele Medikamente, die vor allem auf die Positivsymptomatik wirken, sogenannte antipsychotische Medikamente, also die vor allem diese wahnhaften Symptome bekämpfen, dass die vor allem über das dopaminerge System vermittelt werden. Das ist die sogenannte Dopaminhypothese der Schizophrenie. Wahnhafte Symptome, die treten also dann auf, wenn wir eine Überaktivität des dopaminergen Systems haben, wenn wir also überaktive dopaminerge Rezeptoren haben und diese Dopaminrezeptoren blockieren, dann nimmt eben diese Positivsymptomatik über die Zeit hinweg ab. Ein bisschen problematisch an dieser ganzen Idee der Dopaminhypothese ist, dass diese Blockade von den Dopaminrezeptoren extrem schnell geht. Also das geht so innerhalb von einem Tag, wenn ich Ihnen ein antipsychotisches Medikament gebe, dann sind Ihre Dopaminrezeptoren sehr, sehr schnell blockiert. Ihre Symptome gehen aber nicht weg, sondern bis die Symptome weggehen, dauert das so etwa 2 bis 6 Wochen. Und genauso gibt es keine Korrelation zwischen der Menge der Blockade der Dopaminrezeptoren und der Symptomveränderung. Also irgendwie wirkt unsere antipsychotische Medikation auf das Dopaminsystem, führt dazu, dass diese wahnhaften Symptome reduziert werden, aber wir wissen noch nicht so ganz, warum das eigentlich funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es ganz bestimmte Drogen, zum Beispiel Ketamin, die auch wieder hier auf das dopaminerge System wirken und die führen eben zu Halluzinationen. Die rufen also psychotische Symptome hervor. Also deswegen genauso quasi das Gegenteil. Also wenn Sie, ich weiß nicht, wie oft Sie auf einen Rave gehen und da Ketamin nehmen, dann kann das eben zu wahnhaften Symptomen führen. Spannenderweise gibt es gerade relativ viele aktuelle Forschung dazu, niedrig dosiertes Ketamin als Medikation gegen Depressionen zu verwenden. Also auch hier so richtig, wie das Ganze funktioniert, weiß man noch nicht, aber irgendwie an diesem Dopaminsystem herumzuschrauben, scheint ganz relevant zu sein für das Entstehen und für die Behandlung von ganz vielen psychischen Erkrankungen.
Genauso ist eben dieses Dopamin ganz relevant für das Entstehen ganz vieler neurologischer Erkrankungen, zum Beispiel der Parkinson-Erkrankung. Parkinson-Erkrankung werden wir noch genauer kennenlernen, wenn wir uns mit dem motorischen System, also mit unserem Bewegungssystem auseinandersetzen. Da brauchen wir eben das Dopamin, vor allem hier eben, ich hatte es schon gesagt, hier aus der Substantia nigra, um unsere Bewegung fein zu steuern. Und wenn wir also hier, wenn hier also diese Feinsteuerung über die Substantia nigra nicht funktioniert, dann kann das eben zur Parkinson-Erkrankung führen. So, schauen wir uns mal an, was noch weiter aus diesem Dopamin passiert, denn wir können dieses Dopamin noch weiter synthetisieren, einmal eben zum Adrenalin und einmal zum Noradrenalin. Adrenalin und Noradrenalin ist auch wieder ganz spannend, denn das finden wir sowohl im Zentralnervensystem als Neuromodulator oder als Neurotransmitter und als Hormon in unserem peripheren Nervensystem. Hormone werden wir nächste Woche genauer kennenlernen. Das sind all die Stoffe, die wir brauchen, um zwischen Zentralnervensystem und unserem Körper zu vermitteln. Also all die Wirkung, die wir irgendwie auf unseren Körper auswirken wollen, dafür brauchen wir eben unsere Hormone. Und hier Adrenalin und Noradrenalin, vor allem hier aus unseren Nebennieren, die sind eben als Hormone wirksam. Auch hier finden wir wieder metabotrope Rezeptoren, also ganz ähnlich wie beim Dopamin, also auch wie die Struktur von den Rezeptoren ist ganz ähnlich. Die können wir einteilen in Alpha- und Beta-Rezeptoren, die wir eben dann in der Muskulatur finden oder eben hier an unserem peripheren Nervensystem, an einem Bereich, der erregend wirkt, dem Sympathikus. Werden wir auch noch genauer kennenlernen. Wir haben zwei Bereiche unseres vegetativen Nervensystems, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus wirkt erregend, der Parasympathikus wirkt hemmend. Und hier haben wir eben die Hemmung des sympathischen Systems. Ja, Frage. Die Frage ist, ob vegetatives und autonomes Nervensystem Synonyme sind. Ja, sind mehr oder weniger Synonyme. Ich überlege gerade, ob es einen Unterschied gibt, aber nein. Ich glaube nicht. Wir kommen nochmal darauf zu sprechen, wenn wir das in einer von den Sitzungen genau haben. Ich sage jetzt erstmal nein. Genau. Die Beta-Rezeptoren, die kennen Sie vielleicht schon. Diejenigen von Ihnen, die an einem Bluthochdruck oder Herzüberaktivität leiden, da haben wir die sogenannten Beta-Blocker. Die blockieren eben genau diese Beta-Rezeptoren am Herz, die damit eben die Herzfrequenz senken. Gab es links eine Frage? Die Frage ist, wenn Sie ganz viel Adrenalin und Noradrenalin produzieren, ob dann zu wenig Dopamin vorhanden ist. Vermutlich kommt die Frage daher, weil ja Adrenalin und Noradrenalin aus Dopamin synthetisiert wird. Ich sage mal, da müssten Sie schon sehr, sehr viel Adrenalin und sehr viel Noradrenalin produzieren, um dann eben kein Dopamin mehr zu haben. Also da muss man so ein bisschen die unterschiedlichen Latenzen sich anschauen. Also das ist jetzt nichts, was Sie auf einen Hinweisreiz hin produzieren. Also diese Stoffe, die werden ja nicht plötzlich synthetisiert, sondern die werden ja auch gelagert. Sie können ja diese Neurotransmitter über relativ lange Zeit lagern. Deswegen, ich glaube mal, dass Sie in einen Zustand kommen, dass Sie zu wenig Katecholamine zur Verfügung haben. Das kommt dann eher, wenn Sie eine Mangelernährung haben, also wenn Sie zu wenig Tyrosin zu sich nehmen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es dazu kommen kann, dass Sie zu viel von einem Neurotransmitter produzieren, dass Sie dann zu wenig von dem anderen haben. Genau, die Frage geht danach, ob jetzt beispielsweise dauerhafter Stress sich hier auf das Vorhandensein von Adrenalin und Noradrenalin auswirkt. Ich würde da vermuten, dass sich dauerhafter Stress zwar auf die Produktion von ganz bestimmten Neurotransmittern und Hormonen auswirkt, dass das aber eher mit einer in Mitleidenschaft Ziehung der produzierenden Gewebe und produzierenden Hirnbereich zusammenhängt und nicht, dass sie zu wenig von den
Ausgangsstoffen zu tun haben. Also dass beispielsweise durch eine Überaktivität, durch Stress, wird beispielsweise ihre, kommen wir nächste Woche dazu, Stress, wunderbar, HPA-Achse, Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse, haben wir quasi eine Überaktivität ihrer Nebennieren, die ja dann eben relevant sind, um eben Adrenalin, Noradrenalin zu produzieren. Und die können sie natürlich überbeanspruchen. Dann sind die aber quasi dann einfach, die Zellen sozusagen verbrauchen, können keine neuen Hormone bilden. Das kann dann eben beispielsweise irgendwann mal eine langfristige Folge sein. Aber das ist jetzt nichts, was daran liegt, dass wir zu viel Transmitter produziert haben. Auch das Noradrenalin, genauso wie unser Acetylcholin, eines dieser Stoffe, mit dem wir unseren ganzen, die Erregung unseres ganzen Neokortex, unseres ganzen Gehirns steuern können. Und auch das Zusammenspiel zwischen Noradrenalin und Acetylcholin ist ein ganz wichtiges Zusammenspiel, das eben diese Erregung und Hemmung in unserem gesamten Neokortex moduliert und steuert. Das ist ein System, das werden Sie dann spätestens dann kennenlernen, wenn Sie sich mal in der kognitiven Neurowissenschaft mit Signalverarbeitung, höherer und komplexerer Signalverarbeitung auseinandersetzen. Gebildet wird dieses Noradrenalin im zentralen Nervensystem in einem Kerngebiet, das unglaublich schwierig auszusprechen ist, dem Locus Coeruleus. Das ist so ein Kerngebiet im Hirnstamm, das eben hier Noradrenalin produziert. Unglaublich schwer auszusprechen, heißt aber einfach nur blaues Körperchen, denn auch hier, man hat das Gehirn aufgeschnitten, gesehen, okay, wunderbar, hier ist ein Bereich, der ist blau, also nennen wir den Coeruleus, das irgendwie, glaube ich, wer auch immer Griechisch oder Latein oder so hatte, weiß das vielleicht, dass es irgendwas mit Blau zu tun hat. Also und ganz eben ganz relevant für diese Erregungs- und Hemmungssteuerung. So, nächster Stoff, Serotonin. Haben Sie bestimmt schon mal gehört, wird abgekürzt 5-HT, weil jeder zu faul ist, Serotonin auszuschreiben. Auch Serotonin wird gebildet aus einer Aminosäure, nämlich dem Tryptophan in diesem Fall. Tryptophan müssen wir auch über unsere Nahrung aufnehmen und ist auch wieder vorhanden in Erbsen. Also, Sie haben es schon gesehen, Erbsen scheinen irgendwie ganz gesund und ganz relevant zu sein. Unter anderem aber auch in Kakao, Schokolade und Nüssen. Deswegen, so landläufig sagt man, okay, wunderbar, Schokolade macht glücklich, denn Sie brauchen diese Aminosäure, dieses Tryptophan, was darin enthalten ist, um unser Serotonin zu bilden. Serotonin, jetzt wird es dann irgendwann richtig kompliziert. Serotonin, da haben wir mindestens sieben Unterklassen von Rezeptoren, die jeweils auch nochmal Unterklassen haben, von denen man immer noch nicht genau weiß, was sie eigentlich genau tun. Denn genauso wie bei den Katecholaminen haben wir eine Wirkung, die ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wo diese Rezeptoren jeweils liegen. Also die Funktion dieser Rezeptoren und der Unterklasse der Rezeptoren ist abhängig davon, wo die Rezeptoren liegen. Wir haben auf jeden Fall einen ionotropen Rezeptor, das ist der 5-HT3-Rezeptor, also der ist ein ionotroper Rezeptor, die anderen sind eher metabotrop unterwegs. Relevant ist unter anderem auch der 5-HT2A-Rezeptor, das ist ein Rezeptor, dessen Aktivierung Halluzinationen hervorruft. Also wenn man da eben einen Agonisten von diesem 5-HT2A-Rezeptor nimmt, ein serotonerger Rezeptor, dann bekommen Sie Halluzinationen. Und dieses Serotonin ist vor allem relevant für das Entstehen der Depression. Denn da gab es eine erste und eine ganz wichtige Klasse von Medikamenten, um die Depression zu behandeln. Das sind die sogenannten SSRIs. Die selektiven Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Serotonin, das ist also auch so ein Stoff, der ist erstmal da, um die ganze Aktivität in unserem Nervensystem zu modulieren. Und Sie sehen es hier im Schaubild, dass im Grunde Serotonin überall in unserem zentralen Nervensystem aktiv ist und wird gebildet vor allem im Hirnstamm in den Raphe-Kernen. Diese Raphe-Kerne, das ist ein Teil des sogenannten aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems. Das werden wir uns nochmal genauer anschauen. Und dieses aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, das ist ein System, das auf Reize von außen hin eben hier jetzt Serotonin verwendet, um unser Gehirn zu modulieren, also hier die Aktivität zu steuern. Und was man hier eben gefunden hat, ist, dass wenn man diesen
Reuptake-Mechanismus eben vom Serotonin, also Serotonin, das einmal freigesetzt wird, wird dann wieder in die Präsynapse aufgenommen über einen Reuptake-Mechanismus, der selektiv ist für unser Serotonin. Und wenn wir den eben blockieren, dann haben wir mehr Serotonin im synaptischen Spalt vorhanden, das wird also nicht entfernt und das wirkt stimmungsaufhellend. Das wirkt also hier zur Behandlung unserer Depression. Da ist man mittlerweile in der Forschung relativ weit. Man kann relativ genau diese unterschiedlichen Reuptake-Mechanismen ansteuern und blockieren. Da gibt es eben auch selektive Reuptake-Inhibitoren. Es gibt nicht selektive Reuptake-Inhibitoren, die alle mehr oder weniger das Gleiche tun, nämlich dafür sorgen, dass sie mehr Serotonin im synaptischen Spalt vorhanden haben, also die Wirkung des Serotonins länger anhält. So, das waren jetzt erstmal unsere unterschiedlichen Neurotransmitter und Neuromodulatoren, die wir aus unterschiedlichen Aminosäuren bilden. Es gibt allerdings noch eine weitere Klasse von Neurotransmittern, die direkt aus Aminosäuren gebildet werden, nämlich unsere geladenen organischen Verbindungen. Die haben wir schon kennengelernt, unsere Anione, unsere negativ geladenen Verbindungen. Die sind eigentlich viel, viel relevanter als diese ganzen Neuromodulatoren, die wir gerade kennengelernt haben. Also viel relevanter als Dopamin und Serotonin und so weiter, denn die kommen bis zu 1000-mal häufiger als eben die Katecholamine vor. Gemein haben die, dass die alle aus dem gleichen Stoff synthetisiert werden, nämlich aus der Glutaminsäure, abgekürzt GLU. Und aus diesem gleichen Stoff, aus dieser Glutaminsäure, können wir bilden einmal unser Glutamat, einmal unser Glycin und einmal unsere Gamma-Aminobuttersäure, abgekürzt GABA. Und diese drei Stoffe, das sind die relevanten Neurotransmitter. Die sind nämlich ganz relevant, um hier Informationen von einer Nervenzelle zu anderen zu bringen. Die wirken also erregend oder hemmend, die wirken also direkt erregend und hemmend auf die postsynaptischen Nervenzellen. Schauen wir uns mal das Glutamat an, GLU abgekürzt. Glutamat, das ist der erregende Neurotransmitter in unserem zentralen Nervensystem. Also Glutamat wirkt erregend auf die nachgeschalteten postsynaptischen Zellen. Glutamat wirkt entweder über ionotrope oder über metabotrope Rezeptoren. Die ionotropen Rezeptoren, die sind hier eigentlich erstmal relevanter für uns und vor allem hier zwei Rezeptoren, nämlich die AMPA und die NMDA-Rezeptoren, AMPA und NMDA-Rezeptoren. Denn diese Rezeptoren, die sind relevant für das Lernen. Das werden wir am Ende der heutigen Sitzung uns nochmal genauer anschauen, denn an diesen Rezeptoren, an diesen glutamatergen Rezeptoren mit diesen ionotropen Rezeptoren, da gibt es einen Modellmechanismus des Langzeitgedächtnisses, die sogenannte Langzeitpotenzierung. Das Interessante an diesem Glutamat ist, dass es entweder wieder aufgenommen wird in die Präsynapse über unseren Glutamat-Transporter, GLT abgekürzt, oder das wird aufgenommen in die Astrozyten, also unsere Gliazellen. Wir haben also neben diesen glutamatergen Synapsen haben wir Astrozyten, die hier dieses Glutamat aus dem synaptischen Spalt entfernen und dann recyceln und wieder der Zelle zur Verfügung stellen. Ganz ähnlich finden wir das Ganze bei unserer Gamma-Aminobuttersäure, bei GABA. GABA wirkt hemmend. Also Glutamat erregend, GABA hemmend. Das sollten Sie sich merken. Ganz, ganz häufig genommene Klausurfrage. Wenn ich diese Frage, was ist unser erregender, was ist unser hemmender Neurotransmitter, sollten Sie wissen, erregend, Glutamat, hemmend, GABA. Auch GABA wirkt vor allem und ganz wichtig über unsere ionotropen Rezeptoren. Da haben wir GABA-A und GABA-C-Rezeptoren, durch die eben unser negativ geladenes Chlor einströmen kann. Negativ geladenes Ion kann hier in die Postsynapse einströmen. Das heißt, wir kriegen unsere sowieso schon negativ geladene Nervenzelle weiter ins Negative. Wir hemmen unsere Nervenzelle also. Genauso wie das Glutamat wird auch das GABA über einen ganz bestimmten
Transportermechanismus, hier GAT1, in die Präsynapse wieder aufgenommen, kann aber eben auch genauso wie Glutamat über Astrozyten aufgenommen werden und hier recycelt werden. Also sprich, wir haben hier quasi die gleichen Reuptake-Mechanismen, die gleichen Recycle-Mechanismen, egal ob wir bei Glutamat oder bei GABA sind, jedes Mal eben über unsere Glutaminsäure. Und dann zuletzt haben wir noch unser Glycin, das würde man so gerne mal so ein bisschen hinten unterfallen lassen, aber auch Glycin wirkt hemmend, wirkt genauso wie GABA über ionotrope Rezeptoren, auch hier über das Chlor. Das wird manchmal so ein bisschen hinten übergefallen gelassen, weil es eben nicht ganz so wichtig ist wie GABA, aber es wirkt quasi mehr oder weniger genauso wie GABA. Schauen wir also nochmal unsere Astrozyten an. Die Astrozyten, die haben wir also schon kennengelernt in der zweiten Sitzung, unsere Gliazellen, und die sind ganz relevant hier eben an diesen glutamatergen und GABAergen Synapsen, um hier unsere Neurotransmitter aus dem synaptischen Spalt zu entfernen. Das Ganze funktioniert eben über zwei Mechanismen, die wir auch von den Nervenzellen kennen. Erinnern Sie sich nochmal dran, ich hatte Ihnen erzählt, Gliazellen sind im Grunde das gleiche wie Nervenzellen. Die sind genauso aufgebaut wie Nervenzellen. Wir haben hier also auch Rezeptoren an diesen Gliazellen, an den Astrozyten haben wir genau die gleichen Rezeptoren, die AMPA-Rezeptoren, die eben hier also unser Glutamat dran binden kann, und das führt dann zu einem Calcium-Einstrom. Und jetzt haben wir eine direkte Verbindung über Gap-Junctions, also über elektrische Synapsen zwischen den Gliazellen. Und damit kann sich eben die Erregung, die hier an den Gliazellen ausgelöst wird, direkt zwischen den Gliazellen ausbreiten und kann damit sehr großflächig eben die Aktivität an Nervenzellen steuern. Weil wir steuern jetzt nicht direkt die Nervenzellen, sondern wir steuern das elektrische Potenzial an den Zellen, die die Nervenzellen eben umgeben. Damit beeinflussen wir also unsere Nervenzellen indirekt. Wir beeinflussen aber auch, also wir beeinflussen auf jeden Fall über unsere Gliazellen die Aktivität an Nervenzellen. Außerdem haben wir an diesen Gliazellen eben diese Glutamat- und GABA-Rezeptoren, die eben hier unsere Neurotransmitter aus dem synaptischen Spalt entfernen und dann wieder recyceln und wieder der Nervenzelle zur Verfügung stellen, damit die hier wieder freigesetzt werden können. Also hier, unsere Gliazellen, die sind eben ganz, ganz zentral für die Funktion von unseren Nervenzellen. So, vorletzte Klasse, gleich sind wir durch mit den ganzen Neurotransmittern, haben wir noch unsere Peptide. Die Peptide, das sind relativ lange Aminosäureketten, die werden eben genauso wie Neurotransmitter synthetisiert, allerdings eben nicht nur in Nervenzellen, sondern nächste Woche werden wir es kennenlernen, unsere Hormone, das sind eben Peptide, die werden also auch gebildet an sekretischen Zellen, also an Drüsenzellen, und werden eben je nach Ort, haben die dann ganz bestimmte unterschiedliche Funktionen. Und diese Peptide können auch gleichzeitig mit Neurotransmittern freigesetzt werden. Ich hatte es, glaube ich, in der letzten Sitzung schon gesagt, es gibt in der Regel immer nur eine Art Neurotransmitter pro Nervenzelle. Also es gibt entweder Nervenzellen, die haben Glutamat oder GABA oder Dopamin oder Serotonin und so weiter und so fort als Neurotransmitter, aber eben es gibt Nervenzellen, die können sowohl einen Neurotransmitter als auch ein Peptid freisetzen. Das finden wir unter anderem beispielsweise an den Nervenzellen in unserem peripheren Nervensystem, mit denen wir Berührungen und Schmerz aus der Haut aufnehmen. Da haben wir eben Nervenzellen, die sowohl Neurotransmitter als auch so, beispielsweise Sekretine oder Opioide freisetzen können. Also hier ganz bestimmte Peptide, die hier als Botenstoff wirken können. Die Hormone werden wir aber eben nächste Woche genauer kennenlernen. Was Sie hier vielleicht schon mal sich merken sollten, auch hier haben wir natürlich wieder Stoffe, die wirken wie ganz bestimmte Drogen. Opioide, ne, wirkt genauso wie Opium. Opium, das wir aus dem Schlafmond gewinnen können. Ein Halluzinogen, ein schmerzlindernes Halluzinogen, und genauso wirken die körpereigenen Opioide,
die sind eben benannt, weil sie genauso wirken wie Opium. Auch die wirken beispielsweise einschläfernd und schmerzlindernd. Und zu guter Letzt haben wir auch noch Gase, also lösliche Stoffe, flüchtige Stoffe, die hier an der Signalübertragung beteiligt sind. Diese Gase, die können wir nicht speichern, sondern die müssen wir ständig neu bilden. Für diese Gase, da brauchen wir auch keine Neurotransmitter oder keine Vesikel, sondern die können die einfach durch die Zellmembran hindurch diffundieren. Und diese Gase, die wirken vor allem dann, indem sie sich an andere Moleküle hinbinden. Ganz relevant, Kohlenstoffmonoxid kennen Sie schon. Das wird eben beispielsweise frei, wenn Sie ATP bilden. Also da wird eben, das sind alles quasi diese Abbauprodukte, die in Ihrem ganzen Zellstoffwechsel anfallen. Und je nachdem, wie viel Kohlenmonoxid Sie in Ihrem Körper haben, werden beispielsweise die Weite Ihrer Blutgefäße moduliert. Ein weiterer wichtiger Stoff, Stickstoffmonoxid. Das ist ein sogenannter retrograder Messenger. Der wird in der Postsynapse gebildet und kann dann von der Postsynapse in die Präsynapse wandern, um dann die Aktivität an der Präsynapse zu modulieren. Also eben hier retrograd. Damit können wir also quasi die Aktivität der Postsynapse kann die Präsynapse beeinflussen. Ja, Frage. Also Kohlenmonoxid wirkt auf jeden Fall für die Regulation von Blutgefäßen. Sie haben recht, bei der Bildung von, bei ATP-Bildung wird Kohlenstoffdioxid gebildet. Ja, genau. Genau. Ein ganz ähnlicher Mechanismus wie das Kohlenmonoxid hat eben unser Schwefelwasserstoff, der eben quasi je nachdem, wie viel davon Sie in Ihrem Körper haben, wird eben Ihre Durchblutung verändert, gestärkt oder reguliert. Das Spannende ist, dass wir diese Gase, also wir haben für diese ganzen Gase, die in unserem Körper vorhanden sind, tatsächlich Rezeptoren. Also wir haben im Aortenbogen an unserem Herz Rezeptoren für beispielsweise Kohlenmonoxid und Sauerstoff. Und je nachdem, wie viel Kohlenmonoxid in Ihrem Blut ist, kann dann Ihr Herzschlag angepasst werden, erhöht oder reduziert werden. Fassen wir diesen ganzen Spaß nochmal zusammen. Wir haben jetzt heute gelernt, dass wir irgendwo in unserer Nervenzelle Neurotransmitter synthetisieren. Die werden dann in unser Axonterminal hin transportiert und dann wandern diese Vesikel mit unseren Neurotransmittern an die Fusionszone, an die aktive Zone, an der Präsynapse. Und wenn jetzt hier ein Aktionspotenzial einläuft, dann werden spannungsabhängige Calciumkanäle aufgemacht. Calcium strömt ein, aktiviert unser Snare-Protein. Dieses Snare-Protein führt dazu, dass unsere Vesikel mit der Zellmembran fusionieren, Neurotransmitter freigesetzt werden und an die Postsynapse, an die Rezeptoren binden und da eine ganz bestimmte Signalkaskade auslösen. Die Vesikel, die wir dann nicht mehr brauchen, die werden wieder aufgenommen und unsere Neurotransmitter werden über unsere Transportmechanismen oder unsere Astrozyten aufgenommen, je nach Neurotransmitter nochmal umgebaut und dann wieder zurück in die Vesikel hineingefüllt. Und somit haben wir eben quasi einen Kreislauf, wie eben unsere chemischen Synapsen funktionieren. Gibt es zu diesem ganzen Grundprozess, wie so eine chemische Synapse funktioniert, noch irgendwelche Fragen? Okay, wunderbar. Ja, Frage. Also SSRIs, selektive Reuptake-Inhibitoren, blockieren den Reuptake-Mechanismus, der das Serotonin in die Präsynapse aufnehmen würde. Ja. MAO-Hämmer, gute Frage. Die Frage ist, was ist ein MAO-Hämmer? MAO, Monoaminoxidase. Das wäre der Stoff, der diese Katecholamine abbaut. Also, wir haben es bei dem Acetylcholin, habe ich es Ihnen gesagt, Acetylcholin wird über die Acetylcholinesterase abgebaut. Genauso werden Katecholamine über Monoaminoxidase abgebaut. Sprich, ne, wir setzen also ein Monoamin frei und dann, wenn wir das nicht mehr brauchen, wird das durch die Monoaminoxidase oxidiert, wird abgebaut. Und die MAO-Hämmer, die Monoaminoxidase-Hämmer, hemmen genau diesen Abbauprozess. Haben also im Grunde die gleiche Idee wie die SSRIs, bewirken also, dass unsere Katecholamine länger in unserem synaptischen Spalt vorhanden sind.
So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns die Postsynapse an. Wir haben jetzt ja gesehen, okay, wir setzen unsere Neurotransmitter frei und diese Neurotransmitter, die binden an spezifische Rezeptoren und dann führt diese Bindung an diesen Rezeptoren dazu, dass entweder Ionenkanäle aufgehen oder diese G-Protein-gekoppelte Signalkaskade ausgelöst wird. Das heißt, wir können jetzt hier zwei Prozesse auslösen, entweder ein EPSP oder ein IPSP, ein erregendes postsynaptisches Potenzial oder ein hemmendes, ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial. Wenn hier ein positiv geladenes Ion einströmt, dann haben wir ein erregendes postsynaptisches Potenzial. Das heißt, wir kommen an unserer Zellmembran von dem negativen Bereich, also von minus 70 Mikrovolt, irgendwie ins weniger polarisierte. Wir depolarisieren unsere Nervenzelle also. Wenn wir jetzt aber ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial haben, das heißt, ein negativ geladenes Ion strömt hier in die Nervenzelle ein, dann polarisieren wir unsere Nervenzelle weiter. Wir kommen also von minus 70 auf minus 90, das heißt, wir hemmen unsere Nervenzelle ein wenig. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Wir haben eben unser erregendes postsynaptisches Potenzial, das heißt, beispielsweise Natrium strömt hier in die Zelle ein und unser Zellmembran am Dendrit geht von minus 70 oder minus 60 auf minus 30 oder so hoch. Achten Sie wieder auf die Zeit. Das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Also wir haben hier also Aktionspotenzial, das ist sehr schnell, sehr kurz. Hier diese postsynaptischen Potenziale, die sind so im Bereich von 10 Millisekunden. Die sind also extrem langsam. Genau das Gleiche finden wir eben beim hemmenden postsynaptischen Potenzial, beim IPSP, nur andersrum. Da haben wir also keine Depolarisierung, sondern wir haben eine Hyperpolarisierung oder Repolarisierung. Ganz wichtig, erinnern Sie sich nochmal dran an letzte Sitzung, wann können ganz bestimmte Ionen strömen? Dieses negativ geladene Ion kann nur dann einströmen, wenn das Membranpotenzial über dem Gleichgewichtspotenzial von Chlor ist. Also wenn das über minus 65 Mikrovolt ist. Ab minus 65 Mikrovolt kann das Chlor einfach nicht mehr wandern. Haben wir letzte Woche anhand der Nernst-Gleichung kennengelernt. Wenn wir unsere Zelle hyperpolarisieren wollen, aber schon bei minus 65 Mikrovolt sind, dann müssen wir eben Kalium beispielsweise aus der Zelle hinausschaffen. Dann können wir eben quasi unser Zellmembran weiter ins Negative bringen. Dadurch, dass diese postsynaptischen Potenziale, sowohl erregende als auch hemmende postsynaptische Potenziale, relativ langsam sind, können wir diese postsynaptischen Potenziale über die Zeit aufsummieren. Das heißt, wir haben eine langsame Potenzialveränderung und diese langsame Potenzialveränderung kann sich über die Zeit aufsummieren. Erinnern wir uns wieder daran ans Aktionspotenzial. Um das Aktionspotenzial auszulösen, muss ich an meinem Axonhügel über die Aktionspotenzialschwelle kommen. Und da komme ich hin, wenn ich über die Zeit meine postsynaptischen Potenziale aufsummiere. Das heißt, entweder kann ich hier mehrere axonale Eingänge auf meine Nervenzelle haben, also eine Nervenzelle wird gleichzeitig durch mehrere Axone aktiviert, dann habe ich quasi eine räumliche Summation, also mehr räumlicher Input, oder ich habe eine zeitliche Summation, dass also sehr schnell nacheinander sehr viele Aktionspotenziale an meiner Nervenzelle ankommen. Sowohl räumliche als auch zeitliche Summation führt dazu, dass ich dann über meine Aktionspotenzialschwelle komme und dann meine Information im Aktionspotenzial ausgelöst werden kann und weitergegeben werden kann. Das heißt, ich habe hier an meinen Nervenzellen einen integrativen Prozess. Hier wird also Information gesammelt, bis eine ganz bestimmte Schwelle überschritten ist. Und wenn diese Schwelle überschritten ist, dann wird ein Signal ausgelöst. Das heißt, jede einzelne von unseren Nervenzellen ist eine kleine Recheneinheit, die ganz simple Addition vornimmt. Die summiert also, macht also eine Addition der einlaufenden Information. Dabei sind zwei Begriffe ganz wichtig, einmal Konvergenz und einmal Divergenz. Konvergenz bedeutet eben die räumliche Summation von Informationen an einer Nervenzelle. Mehrere Nervenzellen summieren also den Input an eine nachgeschaltete Nervenzelle. Also diese nachgeschaltete Nervenzelle bekommt also konvergente Information. Andersrum, divergente Information bedeutet, ein Axon teilt sich in Axonkollateralen auf und kann gleichzeitig mehrere nachgeschaltete Nervenzellen beeinflussen.
Und diese Summation der postsynaptischen Potenziale, das ist eben die Grundlage für unser Lernen und unser Gedächtnis. Ich habe nämlich unterschiedliche Möglichkeiten, mit der ich meine Nervenzellen beeinflussen kann. Und ganz zentral für unser Lernen ist also die Veränderung an der Übertragungswahrscheinlichkeit an einzelnen Synapsen. Ich habe schon gesagt, eine Nervenzelle, das ist quasi ein kleiner Computer, der Dinge aufsummiert. Und wenn ich die Funktion, mit der dieses Aufsummieren funktioniert, verändere, kann ich auch mein Lernen beeinflussen. Ich kann diese Informationssammlung an der Nervenzelle kurzfristig verändern, indem beispielsweise einfach keine Neurotransmitter mehr vorhanden sind. Also wenn eine Nervenzelle ganz, ganz viele Aktionspotenziale bekommt und ganz, ganz viele Neurotransmitter entlässt, dann ist diese Nervenzelle irgendwann leer. Dann sind da einfach keine Neurotransmitter mehr vorhanden. Das heißt, hier die Nervenzelle kann hier keine Information mehr weitergeben. Oder ich entlasse ganz, ganz viele Neurotransmitter, dann sind irgendwann alle meine Rezeptoren an der Postsynapse blockiert. Das haben wir ja kennengelernt. Meine Neurotransmitter, die binden an eine Bindungsstelle an meine Rezeptoren und irgendwann sind alle Bindungsstellen blockiert. Hier kann also auch ein weiteres Freisetzen von Neurotransmittern bewirkt hier keine Öffnung von Ionenkanälen. Das ist die sogenannte Desensitivierung. Das sind die kurzfristigen Veränderungen, mit denen ich die Aktivität an Nervenzellen verändern kann. Ganz relevant und viel wichtiger ist aber die langfristige Veränderung der Aktivität an Nervenzellen, die sogenannte Langzeitpotenzierung und die Langzeitdepression. Und diese Langzeitpotenzierung und Langzeitdepression funktioniert über den Ein- und Ausbau von Rezeptoren in die Zellmembran. Damit kann ich nämlich steuern, je nachdem wie viele Rezeptoren an der Zellmembran vorhanden sind, also wie viele Rezeptoren an der Postsynapse vorhanden sind, steuert, wie gut die Informationsübertragung zwischen zwei Nervenzellen funktioniert. Und das Interessante dabei ist, dass zumindest bei den glutamatergen Synapsen, das ist das Modell für unser Langzeitgedächtnis. Also, Ihr Langzeitgedächtnis werden Sie bei Herrn Kernbach noch kennenlernen. Das ist unter anderem relevant, oder für Ihr Langzeitgedächtnis unter anderem relevant, ist Ihr Hippocampus. Hippocampus, das ist eine paarige Struktur in Ihren Temporallappen. Und in Ihrem Hippocampus, da finden sich glutamaterge Synapsen, also Neurotransmitter, die Glutamat als Übertragungsstoff haben. Und diese Synapsen in Ihrem Hippocampus, die bilden Netzwerke aus. Also die bilden also Verknüpfungen aus und diese Verknüpfungen, die können sich dynamisch und relativ schnell verändern. Und wenn Sie jetzt etwas lernen wollen, dann müssen Sie in so ein synaptisches Netzwerk in Ihrem Hippocampus Informationen einspeichern. Und das Interessante dabei ist, dass diese Veränderung der synaptischen Übertragungsstärke gesteuert wird über die Menge des Calcium-Einstroms. Wir haben es schon kennengelernt, Glutamat, erregender Neurotransmitter, führt dazu, dass hier Calciumkanäle aufgehen. Wenn ich jetzt hier ein wenig Glutamat vorhanden habe, dann bindet dieses wenige Glutamat bindet an die AMPA-Rezeptoren. Haben wir schon kennengelernt, AMPA-Rezeptoren, unsere ionotropen Rezeptoren für Glutamat. Die AMPA-Rezeptoren gehen auf, unser Calcium kann einströmen und unsere Zelle depolarisiert für eine kurze Zeit. Und diese kurzzeitige Depolarisierung, die führt dann dazu, wenn man so einen geringen Einstrom von Calcium, dieser geringe Einstrom von Calcium nur über die AMPA-Rezeptoren führt zur Aktivierung von Phosphatasen und das führt dazu, dass hier Rezeptoren ausgebaut werden. Das heißt, damit wird diese Synapse geschwächt. Damit kann ich also ein neuronales Netzwerk auflösen, kann ich also diese Verbindung trennen. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz, ganz viel Glutamat freisetze, dann wird hier sowohl der AMPA-Rezeptor aktiviert und durch diese Aktivierung des AMPA-Rezeptors kommt es zu einer Veränderung im Membranpotenzial und durch diese Veränderung des Membranpotenzials wird auch der NMDA-Rezeptor aktiviert. Der wird erst dann aktiviert, wenn hier Magnesium aus dem Rezeptor entfernt wird. Dafür brauche ich also eine ganz bestimmte Polaritätsänderung in der Zellmembran. Das heißt, ich habe hier nicht nur einen AMPA-Rezeptor, sondern ich habe auch einen NMDA-Rezeptor. Damit erhöhe ich quasi die Menge des Calcium-Einströms deutlich und ganz plötzlich. Und das heißt, wenn dann hier ganz, ganz, ganz viel Calcium in die Nervenzelle einströmt, dann werden hier Kinasen aktiviert. Und diese Kinasen, die führen dazu, dass neue Rezeptoren hier in die Zellmembran eingebaut werden. Das heißt, damit kann ich die synaptische Übertragung an diesen Nervenzellen verstärken. Das heißt, Calcium ist hier ein Signal, mit dem ich steuern kann,
wie gut Nervenzellen miteinander kommunizieren und wie gut Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten transportiert wird. Sprich, wenn Sie Dinge lernen, dann wird diese Information in Ihren Hippocampus aufgenommen und in Ihrem Hippocampus müssen Sie jetzt ein neuronales Netzwerk bilden. Hier müssen Sie also Nervenzellen miteinander verknüpfen und je nachdem, wie stark diese Nervenzellen miteinander verknüpft sind, wird eben hier eine Information abgespeichert oder irgendwann auch wieder vergessen. Das heißt, das werden Sie bei Herrn Kernbach noch genauer kennenlernen, wie unser Lernen und Gedächtnis genau funktioniert, aber eben hier Langzeitpotenzierung und Langzeitdepression an glutamatergen Synapsen in unserem Hippocampus, das ist das Modell, an dem wir eben zeigen konnten, wie eben eigentlich Lernen auf zellulärer Ebene genau funktioniert. So, damit sollten Sie heute gelernt haben, wie wir Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten Nervenzelle bekommen, was eine Synapse ist, wie diese Synapsen funktionieren und welche Rezeptoren wir für welche Neurotransmitter haben. Und Sie sollten schon mal so ein bisschen gelernt haben, wie wir denn eigentlich Informationen integrieren können, um dann eines Tages auch irgendwas zu lernen. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendwelche Fragen? Okay, wunderbar, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, Sie haben alle was gelernt, Sie haben neue Netzwerke gebildet und wir sehen uns nächste Woche wieder zu den Hormonen.